Einzige im Abteil, den er schafft. Aber der Kontrolle nach dem Ausweis fragt die Namen und Aussehen. Passt mir nach meinem Stand nicht zusammen. Nein, nicht in diesem Land. Nein, und nicht in diesem Jahr. Bitte warten Sie, bis ich die Schublade dem Klischee-Schrank verwiesen hab. Ja, ich trage diesen Namen. HOST, es entsteht immer noch keine Normalität, wenn die Leute den Namen hier sehen. Schon seit über 20 Jahren mit diesem Namen am Leben. Doch der Schaffner schaut mich an, als hätte es sowas noch nie gegeben. Ja, ich warte und ich warte aus Tagen, wohnen Monate aus, Monaten, Jahre, während mich Leute verachten. Beim Bahnfahren betrachten wie im Zoo einen Affen. Diggi, hau ich in die Taste und es entstanden diese Zeilen aus meinen Gedanken. Folglich resultierte dies nur aus meinem Namen, welchen ich gerne trage. Außer wenn ich in die Ferne fahre, denn dann kommen Leute wie er und stellen mir diese Frage. Und ich sag, ja, Mann, mein Name ist Horst. Ja, mein Name ist Horst. Ja, mein Name ist Horst. Jeden Tag, jede Nacht, ja. Ja, mein Name ist Horst. Hey, ja. Als ich jung war, ging ich unter die Partygänge. Niemand glaubte mir, doch ich werd meinen Namen nie ändern, nein. Denn so ist er in mein Pass geschrieben. Es war ein langer Weg, aber aus Hass wird Liebe hören. Übertrieben auch vom Weiten gerufen. Heute auf Konzerten, früher auf dem Schulhof in der Schule. Einst der Schwarze mit dem deutschen Namen, jetzt der Rapper aus dem deutschen Land. Geboren in den 90ern, hundertprozentig wollte ich das. Ecuador, Quito, ja man, dort begann es. Komm in Deutschland, merken wir, das ist für mich nicht ganz entspannt. Wird Kindergarten und der Schule immer einer der anderen. Doch der Konflikt bückte im Nachhinein, was Interessantes doch war. Weit und breit keiner, da der mein Leiden teilt. Dann kam Sam mit Schwarz-Weiß und ich fühlte mich reich wie ein Kind mit Sparschwein. Ich hoffe, ich trag nun so wie er mit meiner Mucke für andere meinen Part bei. Ey, ja, mein Name ist Horst. Ey, ja, mein Name ist Horst. Hey, ey, ja, ja, mein Name ist Horst. Niklas Nandi, die an den Keys. Ja, mein Name ist Horst. Artworks heißt das, was du gerade siehst. Yes, y'all. Horst Wegener, everybody. Du bist heute mein Gast. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ey, auf dem Sofa, setz dich zu mir. Wie schön. Wie geht's? Mir geht's gut. Du bist ganz vorsichtig. Ich habe gehört, dass du einen Corona-Test gemacht hast. Du darfst meinen Oberschenkel berühren. Ja, du, also von mir kriegst du es nicht. Mhm. Cool. Ich hoffe nicht auch nicht von dir. Warst du mir unterwegs? Geht's auf, ich fühle mich gut auf jeden Fall. Du siehst doch blendend aus. Es sieht nach Sommer aus. Oder wir sehen nach Sommer aus, ne? Ich war seit 2 Jahren nicht mehr im Urlaub. Ich weiß nicht, wie es bei dir? Ich war halb im Urlaub. Ich habe quasi gearbeitet in einer Urlaubskulisse. Ah, wo war das? In Italien. Was hast du da gemacht? Einfach eigentlich Urlaub, aber ja, ich musste zu viel arbeiten, Songs machen und ja, voll, das. Kennst voll. Du das? Man kann einfach nicht abschalten. Ja? Halt so drin. Ja, natürlich, natürlich. Ich glaube, das kennen wir alle sehr, sehr gut. Bist du versorgt? Du hast was zu trinken? Ich hab hier eine gute Mate und ich habe hier einen Tee. Guck, ja. Und genau, deswegen, lass uns erstmal mit Tee anstoßen. Cheers. Im Spätsommer. Mm. Einstimmen für den Herbst. Ja, aber hallo, es wird langsam kalt. Mm. Gänsehaut hatte ich aber eben auch. So schon, als du... Digga, was eine krasse Überleitung. Ja. Oh, geil, oh krass, Mann. Okay. Aber ohne Witz, ich war so, und ich habe keine Ärmel an heute, und man sieht's bestimmt, weil ich hatte gerade 3 Minuten Gänsehaut bei deiner Performance. Das ist so ein Wahnsinnstrack. Du machst es erstmal allen Moderatoren, glaube ich, sehr leicht, weil du stellst dich komplett selbst vor in deinem ersten Song. Ja. Mein Name ist Horst, heißt der, du heißt Horst Wegener. Ja. Und genau, wie... genervt bist du von dem Thema mittlerweile. Der Song kam 2018 raus. Ja. Und wie oft musstest du jetzt schon darüber sprechen? Es ist auf jeden Fall schon so eine, eigentlich so die Opener-Frage schlechthin. Aber diejenigen, die mich dann zweites Mal interviewen, wissen schon so, boah, bestimmt hat er gar keinen Bock, wenn ich schon das zweite Mal das wieder sagen möchte. Ja. Deswegen kürzen wir das einfach ab. Und wenn du Bock hast, kannst du das auch abkürzen. Ich würde einfach so ein Statement droppen. Und zwar einfach, dass ich den Song gemacht habe, damit hoffentlich in 10 Jahren Menschen, die wieder ihrem Erscheinungsbild einen Namen haben, einfach in 10 Jahren nicht mehr krumm irgendwo angemacht werden und sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie so heißen, wie sie heißen. Word.
Da würde ich mich mega freuen, denn ich möchte mit dir nicht über deinen Namen nur sprechen, das ist natürlich auch Teil deiner Identität, aber ich möchte über dich sprechen, weil du so ein lebensfroher, du wirkst wie ein sehr, sehr glücklicher Mensch, das freut mich. Wie glücklich wird ein Mensch, wenn er in Wuppertal aufwächst? Ey, total glücklich. Also ich finde Wuppertal ist eine coole Stadt zum Großwerden, weil sie irgendwie eine Größe hat, dass du dieses Großstadtgefühl bekommst, aber gleichzeitig auch noch so dieses Geborgene. Ja. Und man sagt halt, also wir sagen in Wuppertal immer, wir sind so die kleinste Großstadt Deutschlands, weil es halt oder das größte Dorf, weil es halt einfach, du kennst irgendwie alle, aber du hast halt so Strukturen. Wie jetzt würdest du sagen, wir haben eine Oper, wir haben irgendwie ein Sinfonieorchester, wir haben Clubs und sowas. Das heißt, du kannst dich schon kulturell weiterbilden und jeder hat vor allem seine Nische in der Stadt. Ja. So, weißt wie du? Viele Einwohner habt ihr? Weißt 350.000. Du you know your facts, ja, man. Voll. Weißt du, wer einer dieser Einwohner ist? Unser heutiger Künstler, unser heutiger Gangeule. Darf ich dich Sprayer nennen? Ja, Mann. Was geht? Kommst du zu uns runter? Die ist rot, ja, du leuchtest rot. Jetzt ist es weiß. Jetzt weiß. Noch heller. Aus. Hey. Hallo Freunde, Horst, grüß dich. Was geht ab, Digi? Alles gut? Alles super. Boah, fast nicht wiedererkannt, aber jetzt sehe ich so einen Teil von deinem Ohr. Ja, kannst du mich direkt, an meinem Ohr erkennen mich viele Leute. Das ist mein Erkennungszeichen auch. Ja. So, ihr wundert euch nicht, wir haben natürlich Sprayer. Darf ich dich Sprayer nennen? Ist das ein Begriff? Kannst mich Sprayer nennen, weil manche sind da ein bisschen, genau, wir schützen von manchen Künstlern natürlich die Identität, wenn der ein oder andere auch mal das ein oder andere Ding anmalt, man vielleicht nicht anmalen sollte, aber hey, darüber reden wir vielleicht wann anders nochmal. Yes. Ich freue mich so, dass ich gleich zwei Personen aus Wuppertal bei mir habe. Wollt ihr mir mal was von Wuppertal erzählen? Weil ich habe nur eine Geschichte zu Wuppertal. Und zwar musste ich in der Schule mal ein Referat halten über die Schwebebahn. Über die Schwebebahn aus Wuppertal, die berühmte. Und dass damit mal ein Elefant mitgefahren ist. Ja. Ja? Das ist ja so die bekannteste Story von Wuppertal fast, ne? Ich mega Referat abgerissen. Aber das ist leider alles, was ich daher weiß. Deswegen, Wuppertal hat deswegen auch vor den Komplex, weil wie Menschen mit Fluchtgeschichte halt oft Flüchtlinge genannt werden, sind wir halt die Schwebebahnstadt. Und wir sind so viel mehr als der Ort, wo die Schwebebahn durchtingelt. Ja. Deswegen hau doch mal ein paar Facts raus. Also pass auf, Facts. In der Industrialisierung war Wuppertal reicher als Köln und Düsseldorf heute. Und ich finde, das sieht man 100 Jahre danach noch an so vielen Ecken. Wir haben Jugendstilhäuser. Mein Blick bleibt im Stadtbild so häufig an irgendwelchen Fassaden und schönen Dingen hängen und das macht die Stadt für mich einfach extrem lebenswert. Dazu ist die Stadt super grün und die Vögel zwitschern und die Wälder sind wundervoll. So. Bist du von den Wäldern und der Natur auch inspiriert in deiner Kunst? Denn ich sehe schon, ich glaube, diese ganzen Kreise, das werden Eulen, oder? Ist das richtig? Yes. Gang-Eule. Woher kommt das? Ja, woher kommt das? Ich habe ganz viele Jahre einfach getaggt, so. Und dann habe ich mir gedacht, wenn mir jetzt ein Haus gehören würde und da wäre ein fettes Fatcap-Tag drauf, was ich natürlich feiere, dann feiert das der 85-jährige Hausbesitzer vielleicht nicht. Und wenn ich ihm da eine Figürlichkeit drauf knalle, dann erkennt er wenigstens, was das ist. Es ist zwar genauso scheiße, aber die Leute, also ich glaube, dass ich... Mein Vater würde dich lieben. Ja. Ich glaube auch wirklich, dass ich mit meiner Kunst, die ja auch im Stadtbild von Wuppertal verwurzelt ist, vielen Leuten irgendwie so ein Lächeln ins Gesicht zauber. Und ich kenne... Väter, die mit ihren Söhnen über den Ölberg laufen und die spielen Wer sieht mehr Gang-Eulen? So. Oh yes! Oh, wie schön. Ey, ich freue mich, wenn ich das nächste Mal, das erste Mal dann auch. Ich möchte dich auf jeden Fall einladen. Ja, ich möchte super gerne. Ja. Dann machen wir eine kleine Stadttour und zählen die Eulen. Da freue ich mich mega drauf. Und zeigen dir den Ort, wo wir uns das erste Mal sahen. Ihr kennt euch nämlich schon. Ja. Ja. Also es gibt da ein sehr, sehr, sehr schönes Café auf dem Ölberg. Mhm. Das wird geführt von Marci. Marci ist der Beste. Shoutout an Choo-Choo's auf den Ölberg. Der beste Waffelladen. Er ist jetzt 2 Wochen im Urlaub. Lecker. Sei ihm gegönnt, er arbeitet hart. Mhm. Und genau, wir gehen da frühstücken und Kaffee trinken und arbeiten. Aber aneinander vorbei. Und das war halt so krass, weil wir grüßen uns dann immer und dann fährst du halt so 3,5 Stunden Richtung Norden und das erste Ohrläppchen, was du siehst, ist dann von ihm, der aus Wuppertal kommt. Wusstet ihr nicht, dass ich wusste es nicht. Ich weiß es halt
gestern oder so. Also auch ganz frisch. Und ey, Wuppertal represent, es macht mich richtig glücklich. Ich gebe voll die Energie in die Session für uns, für unsere Stadt. So. Voll schön, ich freue mich voll. Weil der Künstler, der Musiker soll ja auch die Kunst immer mit beeinflussen. Ja, und ich glaube, ihr habt ja eh so gleiche Wurzeln aus Wuppertal. Wuppertal wird hart gechannelt heute. Voll. Und ich freue mich zu sehen, was danach auf dieser Riesenleinwand entsteht. Deswegen, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei Main. Ich gehe weitermachen, ne? Okay. Mach weiter, viel Spaß gut. Und danke dir. Auch. Wir freuen uns. Als meine beste Freundin Antje Schumacher, die natürlich auch schon bei uns zu Gast war, eine Songwriting-Session mit dir hatte. Mhm. Und sie kam wieder davon und war komplett beseelt. Voll und schön. War so glücklich. Und also ich hatte den schönsten Tag mit Horst. Den musst du kennenlernen. Ja. Das ist so ein toller Mensch. Deswegen, ich freue mich mega, dass wir uns jetzt hier so kennenlernen. Wie bist du... erzähl mal, du schreibst deine Texte, alle selbst. Ja, voll. Aber letztendlich muss man auch dazu sagen, also ich meine, ich habe heute jetzt mit Niklas Nadi da in den Kies gespielt und das Menschen, also man hat ja immer so ein Team um sich herum und klar, am Ende schreibt man alles selber, aber man holt sich halt das Feedback von den Leuten drumherum ein und genau, aber hauptsächlich, ich schreibe das selbst. Ja, du schreibst auch sehr autobiografisch und deine Geschichten nieder und ich glaube, da ist es teilweise auch dann schwer für Co-Writer, oder wenn so die mit dir schreiben wollen, voll. Weil du kennst ja auch dann die andere Perspektive. Du schreibst auch Songs für andere, ist das richtig? Genau, auf jeden Fall. Für wen schreibst du so? Ich glaube, ich weiß nicht, kennst du das? Manche Leute finden das auch so ein Zeichen von Schwäche, wenn man sich wenn man öffentlich sagt, so ey, bei mir schreiben drei andere bei meinem Hit mit. Ja. So deswegen weiß ich gar nicht so, wie offen die sind, so dass man das so droppt. Aber man kann ja immer, machst du das auch immer bei Spotify, wenn du so nice Songs hörst, so gucken bei Songinfos, wer da drin ist. Sofort. Und ich finde halt so krass, also du hast ja schon gesagt, es gibt halt immer diese Kreise und man lernt da Leute kennen, aber es ist halt echt so ein überschaubarer Teich. So, man hat irgendwie so einen Namen gehört und voll. Ich habe das Gefühl, jetzt kenne ich dich, jetzt habe ich dadurch irgendwie eine neue Tür zu einem Zehntel der, weißt du, also so jede Person ist so eine Tür. Wir haben eh bestimmt massivst viele gemeinsame Freunde schon. Ja, wir müssen nur noch auf Facebook gucken, was da steht. Ne? Facebook, immer so. Aber auf Insta, ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber ich wette, wir haben super viele gemeinsame Follower. Ja. Gibt es denn jemanden, gerne auch dann aus dem Umfeld, aber gerne auch super, super groß gedacht, für den du gerne mal einen Song schreiben würdest? Ja, also ich feiere unfassbar einfach von der Musikalität Crow. Ja. So. Finde ich in irgendeiner Form inspirierend. Ich fände es krass, wenn er mal in irgendeiner Form, wobei sein letzter Song ja auch in irgendeiner Form politisch war, diese geilen Patterns und diese geilen Feelings mit irgendwie politischer Message zusammenbringen würde. Und ich hätte richtig Bock, ich weiß nicht, ob das hier gerade eine Werbeausschreibung ist. Hallo, du kannst deinen Wunsch in diese Kamera äußern. Dass man halt einfach mal mit so einem, mit solchen Artists, die halt einfach so talentiert sind, halt versucht, irgendwie inhaltlich Input zu geben. So, und dass man da so mit reingeht und voneinander einfach lernen kann auf unterschiedlichen Ebenen. Und genau, das wäre so, ich glaube, Crow, dann finde ich, Max Herre ist ein krasser Storyteller. So. Ja. Und wen gibt es noch? Ich bin hier mit meinen Homies hochgefahren, kennst du das im Auto? Man hört, hat schon so viel Musik gehört, aber man weiß dann nicht genau, welche Musik man anmachen soll. Es gibt ja eigentlich so viele gute Musik, deswegen... So wie, erzähl mal einen Witz. Ich kann dir keinen Witz erzählen. Ich kann gerade auch nicht erzählen, welchen Artist ich krass fände zum Schreiben. Ja, ich bin froh, dass ich das moderieren darf und nicht diese Fragen bekomme. Voll. Aber ich kann auch Ping-Pong machen, wenn du möchtest. Nee, was ist dein? Für wen würdest du denn gerne schreiben? Es geht um dich. Okay. Es geht heute um dich. ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade auch nämlich auch nicht. Aber mit... Wem du auf jeden Fall schon mal zusammengeschrieben hast, ist Toxi, oder? Ja. Ihr habt den Song zusammen Augenringe. Augenringe. Ja. Ist nämlich auf jeden Fall auch Motto des Tages. Voll. Gut weggeschminkt worden wahrscheinlich. Aber den hast du mit Toxi zusammengeschrieben. Das ist ein Feature. Mhm. Das habt ihr zusammen rausgebracht. Voll. Als den zweiten Song von 12. Jahreszeiten. Jahreszeiten. Oh man, yes, voll. Dein Konzept, das ist ein wahnsinnig cooles Release-Konzept. Mhm. Jeden Monat ein Song. Ja. Hat seit Corona stagniert, aber mein letzter Song kommt dann
Genau. Achso, ich soll noch keine... Nee, alles gut. Sprich dich aus, aber da sprechen wir auf jeden Fall später nochmal drüber. Und der zweite von den 12 Songs, ganz kurz möchte ich auch darauf hinweisen, was ich habe das vorhin nochmal gesehen, das Artwork für diese ganzen Songs, man kann sich das auf Spotify richtig schön angucken, wie das in so einem Strahl durchläuft und du hast so ein schönes Konzept-Artwork gemacht und es fängt an mit einem sehr abstrakten, einer Form eher, so leicht geometrisch und mit jedem Cover wird das Bild deutlicher. Ja. Voll. Wie kamst du da drauf? Hast du dir das ausgedacht? Letztendlich, klar, es ist, hab ich mir das ausgedacht, aber es ist natürlich inspiriert durch unterschiedliche Artists. Das mit dem, genau dieses Konzept, mit diesem Cover fand ich halt einfach, jede zusätzliche Ebene, wenn sie alleine steht, ist ziemlich klein, ne? Und leer in Anführungszeichen. Und wenn das halt ineinander greift, wird es zu einem Bild. Und ich finde, das kannst du halt krass aufs Leben übertragen. Ne? Also, weißt du, du bist hier und hast deinen Weg, ich bin hier und mach meinen Weg. Aber wir wissen alle, dass wir noch andere Ebenen um uns herum brauchen, die mit uns ineinander greifen, damit wir halt diesen Weg gehen können. So. Und das ist halt auf jeden Fall so ein Projekt, wo es eher einfach darum geht, zu experimentieren. Und ich habe dann einfach irgendwie geflasht und habe dann einfach gesagt, lass uns das machen, weil ich jetzt noch keinen großen Druck habe, weißt du, wo jetzt ein Major-Label irgendwie in meinem Nacken ist. Ja, du bist zurzeit noch Indie unterwegs. Ja, genau, ich bin noch bei Kunstwerkstatt von Sammy Deluxe und im Camp. Und deswegen ist halt alles so, das ist halt eine Spielwiese unter professionellen Bedingungen. Weißt du, das heißt, ich kann einfach gucken, wo geht mein Style hin. Um dann jetzt, das ist das, was wir in den nächsten Monaten machen, um was zu forcieren und dann zu gucken, okay, dann lass uns jetzt auf die Kacke hauen. Ich liebe das. Ey, du danke bist dir. So ein harmonischer Mensch und nimmst so vieles um dich herum wahr. Das ist richtig schön. Ey, so, ganz, danke. Wenn ich dir ein Kompliment machen will, wirst du sofort andere, weißt du, dass andere auch die Credits bekommen. Ja. Richtig, richtig schön. Sau sympathisch. Deswegen, ich freue mich mega, dass du den Song Augenringe jetzt auch nochmal für uns performst. Toxi ist heute leider nicht dabei, aber massive Shoutout, Toxi. Wir kennen uns auch. Ganz liebe Grüße. Ich hoffe, dir geht's gut. Ey, ich muss noch so ein DHL-Paket ist verschütt gegangen, wo Klamotten für sie drin waren. Nein. Und ich habe mich nicht drum gekümmert und ich hoffe, dass ich mich vorher melde, bevor die Folge ausgestrahlt wird. Hoffentlich hast du die Klamotten bekommen mittlerweile. Wir bekommen jetzt eine 1A Live-Performance. Ich habe richtig Bock. Yes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der Bühne. Hey, vielen Augenringe Dank. Klack. Von Horst Wegner. Ups. Der Himmel strebt gelb und blau, denn die Sonne geht echt schnell auf. Bringt uns jetzt die Zeit nach Haus, ist die Energie zum Leben heute aufgebraucht. Drehst du uns noch eine, du siehst so lebendig aus, wenn du rauchst. Wir können uns beide nicht entscheiden, bleiben wir noch etwas länger auf. So lang schon auf, die Haut scheint taub, mehr Drang als Verstand, wer weiß, was wir uns erlauben. Der Wind trägt uns nach vorn, wir haben kein Ziel, aber wenigstens etwas, an das wir glauben. Wir sind wach, darin sind wir uns einig, du bist der Fakt, warum ich grad nicht einig. Lass einfach weiter in die Ferne schweifen, eigentlich wollte ich dir heute Nacht nur die Sterne zeigen. Wie durch Meere gleiten wir in den nächsten Tag. Weiß nicht, ob das Gelebte heute oder gestern war. Sicher ist jedoch das, war nicht das letzte Glas. Du drehst dich um und sagst, oh. Ich hab Augenringe tiefer als Wuppertäler. Wie schön, dass ich mit dir durch die Saal das hier gesehen hab. Erleb das Leben und wahrnehme die Nähe. Bin der Herr der Augenringe und ich mach keine Pläne. Wenn ich uns von außen betrachten könnte, aber leider kann ich's nicht.
würde ich sicherlich sagen, was sind das für schöne Gestalten im Morgenlicht? Der Typ im Zug hingegen schaut nur kurz abfällig zu uns rüber, fragt sich, war ich auch einmal so früher, als ich wie noch gar nicht so richtig geglüht hab. Und ich denk mir, Digga, früher warst du glücklich, heute hast du keine Augenringe, die für Glück stehen. Während du nach oben strebst, kann ich die Stadt von oben sehen, umgeben von einem schönen Mädel und fühl mich wohl deswegen. Breit die Arme aus, erhebe das Glas, bitte halt mich jemand fest, sonst heb ich ab. Ein Moment für die Ewigkeit, doch lebe nicht lang. Was bedeutet heute Leben? Ich erlebe es grad. Wie durch Meere gleiten wir in den nächsten Tag. Weiß nicht, ob das Erlebte heute oder gestern war. Sicher ist jedoch, das war nicht das letzte Glas. Du drehst dich um und sagst, oh, oh, oh. Ich hab Augenringe tiefer als Wuppertäler. Wie schön, dass ich mit dir durch diese all das hier gesehen hab. Erleb das Leben und vernehme die Nähe. Bin der Herr der Augenringe und ich mach keine Pläne. Niklas Nadidai. So schön. Soll ich wieder zu dir? Oder? Ey, bitte komm wieder zu mir. Ey, ich könnte dir den ganzen Tag zuhören. Du hast so eine wahnsinnig schöne Stimme. Ey, Autotune hilft mir dabei auf jeden Fall heftig. Autotune fühle ich. Ich verstehe, dass Toxi das Feature darauf geworden ist, weil Toxi feiert ja auch ihren Autotune-Sound mega. Wir haben auch dasselbe Effektgerät, lustigerweise. Ja, nice. Ich habe auch mal einen Gig mit Toxi gespielt, da hat sie das auch zum Besten gegeben, dieses Effektgerät. Wahnsinn, ey, was, das ist, würdest du sagen, Augenring ist ein Liebeslied? Ey, auf jeden Fall. Es geht halt, also vielleicht nicht Liebe im Sinne von der Person, die du liebst, aber einen Moment einzufangen, den du geliebt hast, mit einer Person, der du zumindest für die Zeit nah sein wolltest. Ja, für mich ist das total das Liebeslied. Ja. Das klingt ultra cheesy, aber es ist so eine Hymne ans Leben, so ein Liebeslied. Total, voll. Oder? Auf jeden Fall, das ist so der Moment, den man sich halt irgendwie, den man sich halt ausmalt, weißt du? Also das ist so für mich so ein perfekter Abend mit einem schönen Menschen. Meine Träume sind größer als jede Leinwand. Kein Wunder, dass ich in deinen Rahmen nicht mehr reinpasst. Denke immer wieder an dich beinahe, bis ich merke, was ich hab und dann glücklich einschlaf. Begegne in jeder Stadt deiner Königin, staune, wie schön sie sind. Merke in meiner Realität, dass alles möglich ist.